Ich bin die Sabine Hasenhüttl. Ich bin da in Wolfsberg geboren, wo jetzt der Freiraum ist. Und was mache ich so? Ich habe Psychologie studiert, war in Wien, habe dann ursprünglich in einer Bank gearbeitet und bin über meine Tochter, die dann auf die Welt gekommen ist, zur Montessori-Pädagogik gestoßen. Ja, die Eröffnung vom Freiraum war 2017 im April. Okay. Also ich habe in einer Schule gearbeitet mit Legasthenen-Kindern und mit Kindern mit Lernschwierigkeiten und dadurch eine Ausbildung eben zur Montessori-Pädagogin mit Schwerpunkt Schule und habe mir dann irgendwann gedacht, man muss früher mit den Kindern arbeiten. Und die Idee zum Freiraum war dann ursprünglich, es soll einfach ein Raum werden, wo sich Erwachsene und Kinder einen Freiraum schaffen können. Wir haben dieses Gebäude hier, den Freiraum, schon sehr lange im familiären Besitz und es war bis dato ein altes Sägewerk und dieses alte Sägewerk wurde dann eigentlich nur zum Aufbewahren von Dingen verwendet und nachdem wir beschlossen hatten, wieder mehr nach Kärnten zu kommen, hat mein Vater begonnen, das auszubauen und umzubauen und so ist der Freiraum entstanden. Als es dann hieß, gut, es kommt ein Lockdown, war einfach große Verunsicherung. Was wird das sein? Irgendwann nach 3-4 Wochen Corona-Lockdown habe ich mir dann schlau gemacht, was es denn für Möglichkeiten gibt. Also es war ganz kurzfristig, habe ich mir mal gedacht, okay, kommen die Leute auch online und wollen die das überhaupt? Aber mittlerweile ist es so, dass sich die Leute einfach daran gewöhnt haben. Manche kommen gerne hierher, wenn ich da was anbiete und andere sagen, kann ich online teilnehmen, ich möchte lieber online dabei sein. Ich kann jederzeit, das weiß ich jetzt, switchen auf online. Und ich nütze es teilweise auch, dass ich manche Dinge parallel anbiete, dass Leute hier im Freiraum sitzen und das parallel online auch übertragen wird und Leute auch online teilnehmen können. Also ich profitiere auch teilweise davon. In der Zukunft möchte ich gern weiter ausbauen. Ich möchte mit anderen Leuten zusammenarbeiten, nicht alles alleine machen. Ich bin ja nicht nur hier tätig im Freiraum, ich bin nach wie vor in Wien tätig. Ich halte mit einer Kollegin einen Kurs, also diese Kurse auch in Wien ab. Und der Freiraum soll natürlich bestehen bleiben. Ob es jemand übernehmen wird, das weiß ich nicht. Aber solange es mir Spaß macht und im Moment macht es mir Spaß und ich habe viele Ideen, möchte ich es natürlich auch vorantreiben. Und ich bin ein sehr positiver Mensch und ich habe Freude daran, immer wieder was Neues zu machen und was Neues auszuprobieren. Und deshalb mache ich mir eigentlich um den Freiraum keine Sorgen.